Now, President Vladimir Putin, of course, enjoys overwhelming support in Russia, but that hasn't stopped sporadic demonstrations in his own country. Berichtet eben CNN, dass es bereits die ersten heftigen Proteste gibt in Russland von der russischen Bevölkerung. Und in diesen Antikriegsdemonstrationen, Protesten wurden bereits einige Bürgerinnen und Bürger in Russland festgenommen. Hier sieht man einen weiteren Mann, der bereits weggebracht wird in ein Einsatzfahrzeug und jetzt hier mal verhaftet wird. Denn auch er hat sich hier ausgesprochen gegen den Krieg in Russland, wird hier heftig protestiert. Und auch hier weitere sechs andere Personen werden von der russischen Polizei weggebracht. Now Russia bars demonstrations without a permit, but Russians can stage individual single-person protests. White House Press Secretary Jen Psaki calling the protesters courageous and said their actions, quote, show the world that despite the Kremlin's propaganda, there are Russian people who profoundly disagree with what Putin is doing in Ukraine. Ja, man sieht hier, wie gesagt, die Bilder von den Protesten in Russland, denn hier sprechen sich einige natürlich gegen die Kremlins Aktion aus. Und auch eine weitere Korrespondentin von CNN war vor Ort und hat mit einigen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen. As Russia's brutal assault unfolds. Deep underground, scenes reminiscent of the Second World War. Ja, tief in den Untergrundräumlichkeiten sieht es aus wie im Zweiten Weltkrieg. Zum Teil hier zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine, die sich hier in Sicherheit gebracht haben. We are an independent country, Ukraine, and we are totally not same as Russians. Und sie spricht sich dafür aus, dass sie sich nicht als Russin sieht. Sie sind komplett anders als die Russen und sie sind eigenständig. Sie sind Ukrainer und möchten auf keinen Fall von Russland hier vernommen werden. Man sieht hier die Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine, die sich in Sicherheit gebracht haben in den U-Bahn-Schächten. Und sie kämpfen weiterhin natürlich für ihre Sicherheit und fürchten um ihr Leben. Ja, und niemand weiß, wo es nun sicher ist, in der Ukraine hinzuflüchten oder sich hinzubegeben. 1,4 Millionen Leute, die jetzt im Ungewissen bleiben, wie es weitergeht, wo sie hinflüchten sollen, wie sie sich in Sicherheit bringen könnten. Sie haben alles mit, die Kinder, die Tiere, alles, was sie rasch noch mitnehmen konnten, haben sie alles mitgenommen, soweit sie in der Lage waren. Und sie wissen nicht, wie die neue Ukraine aussehen wird. Sie sind sehr nervös. Schauen Sie sich um, wie die Situation hier ist. Schauen Sie herum, schauen Sie um sich. Es besteht kein Zweifel, wer hier schuldig ist für diesen Konflikt. Aber niemand versteht so wirklich, warum. Und man hat hier befragt, was sie von Wladimir Putin halten. Und die meisten sagen, er ist krank. Er ist wirklich krank. Und man hat hier weiterhin gehofft, dass einige Personen in Russland Putin nach wie vor davon abhalten hätten können. All right, let's turn now to Lysisia Vasilenko, and she's a member of the Ukrainian Parliament, and she joins me now live from Kyiv, and I thank you for doing so. I saw you quoted saying that, you know, this is surreal, that obviously you never thought you would be living through the nightmare that your grandmother lived through during World War II. Ja, und hier wird eine weitere Reporterin hier befragt, und man meint, man hätte sich nicht vorstellen können, dass dieser Albtraum überhaupt eintreten hätte können.
Und es ist wirklich real. Und Müdigkeit, die jetzt bereits hier eintritt. Keine Zeit zu schlafen. Ja, so spricht sich eben ein Mitglied des ukrainischen Parlaments aus. Man ist müde bereits, müde, kommt kaum zum Schlafen. Meine persönliche Geschichte ist, dass sie sehr involviert ist in der internationalen Zusammenarbeit und ihre Aufmerksamkeit war in die Richtung gerichtet, dass man hier die Aufmerksamkeit erhält, was hier wirklich passiert von der Welt, von den anderen Ländern. Und man braucht hier wirklich nun Unterstützung. Man fordert auf, uns zu unterstützen, die Ukraine zu stützen. Wir sind dankbar. Wir brauchen jetzt wirklich auch die Sanktionen, die härter hier vorgehen gegen Russland. Und auch man braucht auch hier die UN-Friedenstruppen, was immer wir benötigen. Wir brauchen auf jeden Fall die Unterstützung hier im Land. Yeah, sadly, none of that seems particularly likely. You know, when you talked about the surreal nature of this, I think back to Vladimir Putin. When he spoke of close cultural and familial ties between Russia and Ukraine. Ja, und Wladimir Putin hätte sich ja so ausgesprochen, dass es hier einen familiären Zusammenhang gibt und auch Beziehungen zwischen den Russen und den Ukrainern. Und dass sehr viele, zigtausende Russen in der Ukraine leben. Und wie man sieht, ist sie hier beängstigt und blickt nach draußen, denn man weiß natürlich nicht, vielleicht schon bereits der nächste Angriff, der nächste Raketenangriff. Und hier ziehen bereits Flugzeuge vorbei, wie man hören kann, auch im Hintergrund. Und sie ist natürlich, wie man sieht, sehr nervös. Das Interview hier mit einem Mitglied der ukrainischen Regierung. Zahlreiche Flugzeuge, die jetzt in Richtung der Stadt ziehen. Und man sieht hier im Hintergrund bereits die Ausmaße, die diese Raketenangriffe angenommen haben. Denn seit 4 in der Früh Ortszeit haben die Raketenangriffe auf die Ukraine fortgesetzt. Und man ist total erschöpft. Helikopter, Hubschrauber, Flugzeuge fliegen überall herum die ganze Zeit. Man hört überall Geräusche, auch wenn man raus sieht aus dem Fenster. Man ist nervös, man weiß nicht, wo man hinblicken soll, wo sich diese Flugzeuge und die Hubschrauber hinbewegen. Er kann sich gar nicht vorstellen, wie es wirklich der Albtraum sein muss zurzeit in der Ukraine. Was ist jetzt die Angst von der Ukraine, was Wladimir Putin als nächstes jetzt ins Auge fassen könnte? Es könnte wirklich eine sehr blutige Angelegenheit werden. Alle hoffen natürlich, dass dies nicht eintreten wird. We now have huge lines piling in to sign up to the territorial defense units. Und man hat hier natürlich aufgestockt für die Verteidigung und sie sind alle sehr mutig und wollen auf keinen Fall aufgeben. We are a free people. We have Wir sind freie Bürger. Unsere Männer und Frauen haben für diese Freiheit gekämpft. Und wirklich auch Dekaden zurück, Jahrzehnte hat man hier bereits damit begonnen, für die Freiheit zu kämpfen. Wir möchten unsere Kinder, dass die in einem freien, unabhängigen Land leben. Und das ist genau das, für was wir uns jetzt einsetzen und für das wir kämpfen. Are right in saying that you know, our goal is to withstand this blitzkrieg which is happening now and lighting up all of Ukraine in every single region, and if we withstand it until the end of the weekend,
Ja, und wenn wir diese Angriffe jetzt durchstehen, zumindest bis zum Ende der Woche, bis zum Wochenende, dann gibt es zumindest ein wenig Zeit zum Durchatmen. Ja, er kann sich wirklich vorstellen, durch welchen Albtraum sie jetzt durchgeht. Und alle Gedanken sind auf jeden Fall bei ihr und auch bei allen Bürgerinnen und Bürgern in der Ukraine. Heartbreaking to hear. Now we do have this report into us here at CNN. Ukraine's deputy interior minister says a Ukrainian fighter jet has been shot down over Kyiv. Und in Kiew berichtet man, dass ein weiter Fighter Jet hier angegriffen hat und zwei Gesundheitseinrichtungen, die hier bereits beschossen wurden. Und mehr Details werden natürlich in Kürze auch hier geliefert von unserem Partner-Channel CNN. Und in Kürze wird man hier auch weiter berichten aus den unterschiedlichsten Destinationen in der Ukraine. Ja, man muss hier nach wie vor aufmerksam bleiben. Sie fühlt sich sehr verärgert. Sie fühlt sich einfach verärgert und man fühlt sich, dass wir einen nationalen Support bekommen. Und meine Mutter, die 71 Jahre alt ist, sie wird in Kiew bleiben und nach wie vor kämpfen.